Das Wasser ist eisig kalt. Die Friedfrösche fressen kaum was. Wie ihr dennoch einige überlisten könnt, zeige ich euch in diesem kleinen Praxistipp. Bleibt dran und seid gespannt. Hallo und herzlich willkommen bei MS Friedfischen TV. Mein Name ist Michael Schlögel und ich habe im Bereich modernes Friedfischangeln von 1988 bis jetzt Hobby zum Beruf gemacht. Wer gerne mehr solche Tipps und Tricks sehen möchte, der kann gerne den Gratis-Abo-Button und danach das Glockensymbol unten drücken und ihr werdet stets informiert. Nun Film ab, auf geht's! Das Wasser ist eisig kalt, die Fische befinden sich im Winterschlaf, haben ihre Herzfrequenz runtergefahren und fressen kaum was. Hier mein ganz spezieller Tipp mit dem Leitfaden, wie ich sehr oft vorgehe. Bevor ich mich für die richtige Köderwahl im Bereich Anfüttern und vor allem die Köderdosierung entscheide, messe ich zuerst die Wassertemperatur. Da nehme ich schon seit Jahren mein altbewährtes Tiefen- und Temperaturmessgerät, das GTM von Anaconda. Wem dieses Gerät interessiert, in der Infokarte oben habe ich euch den passenden Link gesetzt. Zu Beginn stelle ich es im Modus auf exakte Wassertiefe ein. Oben rechts erscheint das englische Wort Depth und bekomme somit die genaue Wassertemperatur mit der Wassertiefe auf dem Boden angezeigt. Es gibt auch den Modus Wassertemperatur. Da wird mir jeder Meter der Wassertiefe gleichzeitig mit der Wassertemperatur angezeigt. Da ich aber mit der Fiederroute unterwegs bin und nur die Temperatur auf dem Gewässerboden interessiert, entscheide ich mich logischerweise für den Modus Wassertiefe. Da das Teilchen nicht gerade billig ist, verwende ich hier ein rustikales Setup, das mir ja der GTM nicht abreißt. Je nachdem, wie viel Grad es auf dem Grund ist, entscheide ich mich für das Futterkorbmodell, die Köderwahl und die Dosierung. Und schließlich, wie lange ich liegen lasse. Heute bei diesen kalten Verhältnissen beträgt die Wassertemperatur nur 3,9 Grad bei 9,60 Meter Wassertiefe. Zeigt das Display unter 6 Grad Celsius an, so fütter ich oft nur Pinkies und kaum andere Köder. Maximal 5 Pinkies in der Startfütterung bis keinen in der Session ist da mein Richtwert. Stelle meine Stoppuhr oft auf mindestens 20 Minuten ein und lasse demnach so lange liegen. Je nach Wassertiefe kommen nur die kleinsten Körbe in Betracht. Die machen außerdem kaum Krach. Das ist sehr wichtig im Winter. Bei 6 bis 10 Grad Wassertemperatur erhöhe ich die Pinky-Menge gerne auf maximal 15 Stück. Den Korb lasse ich weiterhin 20 Minuten liegen. Die Futterkorbmodelle bleiben oft die gleiche. Alles Mini- und Mikroausführung. Je nach Entfernung und Windverhältnisse sind die Speed- oder die offenen Versionen meine Favoriten. Über 10 Grad Celsius Wassertemperatur. Dann kommen außerdem die 1,7er Mikropellet mit ins Spiel. Vor allem in den Gewässern, wo der Fisch auf Fischmehl getrimmt ist. Hat sich das Wasser gut erwärmt, so ab 12 Grad. Die Fische sind dann schon richtig gut auf Nahrungssuche. Sie verbrauchen viel Energie, die sie wieder mindestens kompensieren müssen. Dann kommen noch die klassischen Köder wie Caster, geschnittene Würmer, geschnittener Mais manchmal auch mit ins Spiel. Am besten Anhaltswert, Daumen groß von jedem. Also zu Beginn von jedem etwas. Ich nenne es immer MS allerlei. Und dann muss man instinktiv entscheiden, was ist in der Session besser, was geht schlechter und was funktioniert. Falls ihr Fragen zu diesem Thema habt oder nur ein Hallo sagen möchtet, ich würde mich für jeden Kommentar oder Like wieder freuen. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Film. Euer MS.